Jesus Christus ist auferstanden, meine lieben Leute, und damit wünsche ich euch frohe Ostern, nachträglich, denn, wie sollte es auch anders gewesen sein? Wir beschäftigen uns ja hier mit Zügen und deswegen muss man ja auch mit Verspätung rechnen. Genau. Und damit sind wir auch schon direkt beim Thema, und zwar werden wir heute das erste Tinker & Talk der neuen Generation aufnehmen. Was heißt das? Ich werde jetzt heute nicht viele Informationen über das Fahrzeug nennen, sondern einfach mit euch hier ein bisschen quatschen und dabei das Fahrzeug entstehen lassen. Also es gibt mehr oder weniger jetzt auch ein Design-Tutorial über paint.net. Das ist die App, die ich dafür immer verwende, sieht man ja hier. Genau. Ich brauche also keine Tutorials mehr zu machen, weil das jedes Video in Zukunft sein wird von sich aus, einfach weil, ja, jedes Fahrzeug, was ich designe, zeige ich, wie ich es designe. Das hatte ich ja schon angekündigt, dass ich das ab sofort immer so machen werde. Ja, herzlichen Glückwunsch, heute ist Folge 1 dran. Dankeschön, dass du hier bist und ja, dann wollen wir einfach mal loslegen. Und welches Motiv werden wir heute natürlich benutzen? Ja, passend zu Ostern werden wir selbstverständlich, ich bin ja Christ, da werde ich natürlich jetzt Ostereier und Osterhasen und so nicht drauf tun. Genau, sondern dieses schicke Bild hier, was ich mit Hilfe von einer KI gemacht habe. Also besser gesagt, ich habe es nicht gemacht. Wie gesagt, die KI hat sich da was einfallen lassen. Und das finde ich sehr passend zum heutigen Ostermontag, der jetzt wahrscheinlich schon gestern sein wird, weil ich das Video nicht fertig kriegen werde. Egal. Jedenfalls werden wir heute dieses Foto hier auf eine 101 drauf tun, denn die 101 ist tatsächlich eine meiner Lieblingsloks, leider gerade stark auf dem Rückzug, und wir müssen die jetzt nochmal insofern ehren, dass wir die jetzt für das erste Tinker & Talk dieser Art und Weise benutzen und da dann ja eine neue Sonderlackierung entstehen lassen. So, und dann würde ich doch mal sagen, wir starten gleich rein. Und zwar mit der 101. Die müssen wir erstmal linksrum drehen. Wie machen wir das nochmal? So, entgegen dem Uhrzeigersinn, das wollen wir. Hat sich da was von der Proportion geändert? Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht. So, und auf diese Seite hier werden wir dieses wunderschöne Bild dann draufbringen. Problem ist nur, das ist halt 1:1 Format. Und hier ist es halt ein bisschen schwierig drauf zu kriegen. Deswegen würde ich erstmal sagen, wir brauchen als Hintergrund vielleicht irgendeine Art Farbe, die wir dann so als Farbverlauf machen. Wie wäre es, wenn wir jetzt zum Beispiel, die pipieren wir doch mal einen so ein dunkelblau und auf der anderen Seite irgendwas goldmäßiges, vielleicht so. Wir müssen mal kurz gucken, erstmal, wie das hier aussieht. Wenn wir das jetzt hier im Hintergrund hinpacken, neue Ebene hinzufügen, da machen wir jetzt diesen Farbverlauf. Oh, das sieht eigentlich ganz fancy aus, tatsächlich. Warte mal, wir machen ein bisschen kleiner hier. Ja, so, eigentlich mag ich das schon ganz gerne so. Das machen wir natürlich in den Hintergrund. Denn hier haben wir natürlich die Lok, die... da müssen wir erstmal ganz kurz was vorsorgen, nämlich wir brauchen ein Schwarz oder vielleicht ein Grau für diese, Toleranz ein bisschen geringer stellen, so, für diese Linien, vielleicht ein bisschen heller, ja, genau, machen wir so. Diese Linien müssen ja, die werden ja nicht rot bleiben, aber die brauchen wir nachher noch. Machen wir erstmal nur eine Seite. Oder, nee, wenn wir schon mal dabei sind, machen wir die hier jetzt auch. Moment, da bin ich getroffen. So. Das ist irgendwie ein bisschen sehr dick, aber kann ich jetzt so schnell nicht ändern. Das war einfach ein Fehler in dem Modell früher, wenn man das so sagen will. Und jetzt wählen wir uns mit dem Zauberstab hier dieses Rot aus und drücken auf Entfernen, hier auch, überall. So, und dann haben wir es schon mal so weit. Wir können das DB-Zeichen eigentlich auch mal kurz entfernen.
So, dann kommt nämlich das von dem Hintergrund durch. Jetzt nur die Frage, wollen wir diesen Hintergrund vielleicht nicht ein bisschen verkleinern? Sagen wir mal so. Achso, Moment, was mache ich hier gerade? Genau. So muss man das machen, genau. Machen wir mal so, das reicht dann für eine Lok auf jeden Fall, genau. Und jetzt können wir die wieder sichtbar machen. So. Gut. Vielleicht können wir auch noch vom Hintergrund das ein bisschen nach links ziehen, dann wird das ein bisschen heller. Ich weiß nicht, was mir besser gefallen soll. Wenn der Kopf so ein bisschen heller ist, so wie wenn ich jetzt so mache, oder wenn er ein bisschen dunkler bleibt. Machen wir mal so ein bisschen Mittel. So. So ist okay. Und wenn ich jetzt hier das Rote aufklaue, dann haben wir hier den hellen Kopf. Ein bisschen die Toleranz runter. Hier auch so. Genau, dann haben wir jetzt hier den hellen Kopf. Und auf der anderen Seite. Das dann ähnlich aus. Ah, Moment, da müssen wir noch mal kurz rückgängig machen und einmal die Toleranz ein bisschen höher einstellen. Nanu. Nochmal. Ja. Ein bisschen blöd gerade. Aber ungefähr so passt es. Also ungefähr so wird die dann nachher aussehen. Hier können wir auch das DB-Zeichen wieder wegmachen auf der anderen Seite. So, jetzt muss ich mal kurz das Aufnahmegerät ein bisschen umpositionieren. So, so ist besser. Genau. Also, und jetzt können wir hier nämlich. Ja, es schimmert immer noch ein bisschen rot durch. Erstmal würde ich sagen, machen wir jetzt. Achso, Moment. Wir können jetzt die Ebenen verschmelzen lassen. Mit dem Tool hier unten in der Mitte. So. Jetzt nehmen wir dieses Blau hier und machen das noch ein bisschen dunkler in unserer Farbauswahl und benutzen das dann hierfür. Für die Tür. Und hier nutzen wir dieses Orange hier mit der Pipette und machen das ein bisschen dunkler und nehmen das dann für diese Tür. So, das war jetzt wahrscheinlich unsagbar professionell. Naja, okay, also so sieht die eigentlich schon mal relativ schick aus. Ich weiß noch nicht so genau, was ich von der Front halten soll. Also klar, wir müssen natürlich erstmal hier natürlich auch die Lampen dunkler machen. Das hier. Das ist natürlich alles nicht mehr rot. So. Was ist, wenn ich hier die Toleranz ein bisschen geringer mache? Oh ne, das geht so nicht. Ich gucke hier gerade ganz schief auf den Bildschirm, weil ich noch nicht so genau weiß, was ich von diesen Kontrastbalken halten soll. Und was ist, wenn wir die wegmachen würden? Wie sähe das dann aus? Oh, falsches Tool. Das obere. Ich finde es tatsächlich sogar besser. Wir können da gleich noch einen anderen Kontrastbalken hinmachen. Das machen wir hier auch auf der anderen Seite. Genau. Achso, nee. Das DB-Zeichen wollen wir behalten.
Dann machen wir nur so. Zack. Steuerung C, Steuerung V. Eingefügt. Und hier hingeschoben. So, und jetzt brauchen wir natürlich von dieser Tür hier dieses Dunkelblau wieder. Weil wir schließlich hier auch die Lampen umfärben müssen. So und so und so und so und so und das. Und dann müssen wir hier nochmal einen Strich nachziehen. Und hier auch nochmal einen Strich nachziehen. So. Okay, wie wäre es, wenn wir jetzt mal hier auch diesen Strich hier nachziehen würden? Der muss doch nicht so dick sein. Und dann bis da. Wir müssen gerade die Lok ein bisschen heilen. Der Seite auch. So. Und dann hier rüber. Und dann bis dahin. So. Welche Seite soll denn die sein, die vorne ist? Die helle oder die dunkle? Ich glaube, die helle ist meistens vorne so, ne? Also, man stellt das gerne so da. Die helle. Ich mache das so, dass es einmal die helle ist und einmal die dunkle. Dann kann man sich aussuchen, welche man davon benutzen möchte. So, erstmal muss das hier natürlich noch dunkel werden. Und das hier muss natürlich noch in diesem Braun werden. So. Zack. Genau. Also die kopiere ich jetzt hier gleich rüber auf die andere Seite noch und dann kann man einmal sagen, dass hier vorne ist und einmal, dass die andere Seite vorne ist. Denn ich werde jetzt natürlich hier auch so einen schönen roten Punkt reinsetzen als rotes Licht. Wie groß muss das denn sein, hier der Punkt? Ach, Moment mal. Das gefällt mir nicht. Die Härte machen wir viel geringer. Dafür das größer. Also ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir die ganze Lampe nicht so richtig. So, machen wir das mal ganz neu her. Können wir gleich noch reinkopieren. So, erstmal. Das Bild drehen wir jetzt nochmal gegen den Uhrzeigersinn, genau. Dann kann ich einmal hier unten mich um die Lampen vernünftig kümmern. Wir brauchen ja nur eine zu machen. Und zwar dunkelgrau. Vielleicht doch lieber einen Kreis machen. Oh, das ist ein bisschen fett. Wir müssen den Kreis mal ein bisschen kleiner machen. So. Und zwar, dass er auch auf jeden Fall rund wird. So. Okay, und dann den gleichen nochmal versuchen. Das passt. Und der kommt dann dahin. Ja, sieht besser aus als vorher, glaube ich. Vielleicht noch nicht ganz perfekt.
weiß aber auch nicht, was ich da noch, wie ich das groß ändern soll. So, erstmal machen wir das hier oben. Versuchen wir es einfach mal. Ist ja jetzt auch meine erste Lok seit... Boah, wann habe ich die letzte Lok wirklich für Flexivent neu gemacht? Das war, glaube ich, die 112. Ihr könnt ja mal auf der Website gucken, welchen Code die hat. Da steht ja im Code drin, wann ich die designt habe. Also ich schätze mal so vor 2-3 Jahren oder so, ne? Oder? Safe. So, machen wir das mal. Ach ne. Zu weit links. Passt aber nicht anders. Dann müssen wir hier mal ein bisschen mogeln. Müssen wir das nach links tun. Können wir doch nicht sagen, dass das hier der gleiche Abstand ist. Dieser Abstand muss dieser Abstand sein. Ja, jetzt passt es. Das heißt, wir brauchen hier... Erstmal das wegmachen. Wir brauchen hier... nochmal ein bisschen Farbe. So, jetzt müsste es besser sein. Allerdings ist das obere Licht ist doch nicht größer eigentlich, ne? Es müsste eigentlich genauso sein wie da. Warte mal. Wenn ich mir jetzt dieses hier raushole, kopieren und einfügen, das müsste jetzt eigentlich eher so aussehen, ne? So vielleicht. Dann könnte ja theoretisch das hier sogar weiter nach innen. Kann man mit Pfeiltasten arbeiten? Oh ja, man kann mit Pfeiltasten arbeiten. Dreimal, ne, zweimal reicht. Und hier auch zweimal. So, das hier ist ja das Verschiebetool oben rechts in der Ecke. Und dann einfach mal ein, zweimal. Ja. Mit der Pfeiltaste nach links. So verschieben wir das. Okay, jetzt brauchen wir nochmal hier ein bisschen Farbe. Und wie war es hier nochmal? Hier ziehen wir das auch ein bisschen runter. Zack. Wait, was? So. Und das hier ist auch noch nicht so ganz richtig. Da war auch ein Pixel kaputt. Okay, jetzt sieht die 101 ein bisschen so aus, als würde sie gerade schlafen. Ach, Moment. Kopieren wir das nochmal. Kopieren. Also kurz eine neue Ebene einfügen. Einfügen und diese Ebene, wo wir jetzt sind, können wir kurz horizontal spiegeln. Das heißt, wir haben das jetzt hier. Gut aufpassen, dass das auch die gleiche Höhe hat. Hat es. So. Jetzt haben wir uns hier praktisch eine neue 101 gebaut. Relativ. Genau. Jetzt müssen wir eigentlich nur das Innenleben dieser Lampen rüberholen. Das kopiere ich und füge das hier drüben wieder ein. Nee. Das müssen wir nochmal machen. Holen wir uns das hier mal rüber. Kopieren. Bild einmal um 180 Grad drehen. Und hier fügen wir es wieder ein.
Stimmt das hier einigermaßen? Das kann nach links schieben. So. So stimmt es ungefähr. Ey, das ist auch eine nice Lackierung eigentlich, wenn ich diesen Flaten hier einfach so lasse. Boah, das wäre eine coole Zwischenversion. Alter, sieht das bescheuert aus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weißt du was? Ich druck mir die einfach mal so aus. Ich speichere das mal kurz zwischen. Datei, speichern unter. So, Desktop. Ich speichere es einfach unter Desktop. Und zwar 101 Ostern 0. Von 01 ist die gemacht, genau. Aber ja, fertig gekriegt habe ich die um 1:30 Uhr wahrscheinlich. Machen wir mal 03.04.24 minus 01:30 Uhr. So, einmal speichern. So, die drucke ich mir jetzt einmal aus. Die liegt nämlich dann genau. Wo liegt sie denn? Einmal aktualisieren. Da oben liegt sie. Die drucke ich jetzt aus. Drucken. Drucken. Boah, das wird ein Einzelstück. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht, weil irgendein Scherzkeks das wahrscheinlich sowieso abfotografieren wird vom Bildschirm und die dann auch bauen wird. So, okay. Öffnen wir die wieder und machen weiter. So, und zwar zack und zack. So, okay. Der Drucker darf sich jetzt gerne auch wieder beruhigen. Jetzt brauchen wir hier nämlich das hier, das Orange, um hier auch natürlich die entsprechenden Fehler wieder zu beheben. So, dann müssen wir hier rüber gehen. Dann geht das bis hier runter. Machen wir da nur so relativ ungefähr, weil auf dem Drucker wird man das eh nicht mehr sehen. Nachher, also gedruckte Version. Der Drucker kriegt das nicht mehr mit. So. Und dann hier rüber. Und dann soll es das hier an der Stelle auch wieder gewesen sein. Ja. Machen wir so. Das hier noch, das muss ich noch ganz kurz kopieren hier, korrigieren. So gefällt es mir besser. Gut, wir hatten vorhin das hier in Orange. Wir können es eigentlich auch so dunkel lassen, zumindest das. So, was auf jeden Fall noch korrigiert werden muss, sind hier diese kleinen Streifen. Okay, eigentlich kann man die auch lassen, weil das sieht ein bisschen aus, als wäre die ein bisschen schmutzig. Was ja eigentlich auch interessant wäre. So. Okay. Und jetzt machen wir mal vielleicht einen schönen Kontrastbalken. Und zwar natürlich in Weiß. Und zwar hier zwischen. Wie wäre das? Vielleicht. Vielleicht nicht so breit. Vielleicht mit ein bisschen Platz dazwischen. So. Und so, dass wir das DB-Zeichen da reinkriegen. Wie wäre das, wenn wir das da rein täten? Natürlich müssen wir das so auch ein bisschen in der Größe verändern. Machen wir das mal schön mittig. Und jetzt
machen wir dieses Orange hier zu und dann machen wir das Orange hier weg, machen da stattdessen Weiß hin und dann haben wir jetzt so eine Lok. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Also auf jeden Fall müssen wir, wir können das ja als Zwischenversion erstmal so lassen. Und dann schauen wir mal später, ob wir noch eine andere Idee haben. Ansonsten könnt ihr die natürlich auch gerne weiterhin verändern. Die wird ja dann online kommen, auf der Website. Verlinke ich natürlich auch. Und dann könnt ihr die so verändern, wie ihr das möchtet. So. Finde ich aktuell soweit erstmal okay. Dann müssen wir das einmal kurz drehen. Weil die hier natürlich auch einen Kontrastbalken braucht. Oder braucht die den da überhaupt? Vorne so, hinten. Ich mach's einfach mal mit. Mit Kontrastbalken. Mal schauen. Ihr könnt den ansonsten ja auch wieder wegnehmen. Ja, aber das ist mir zu grell weiß. Wie wär's, wenn wir den einfach mal ein bisschen grauer machen würden? Machen wir mal Toleranz 0. Ja, doch, ein bisschen. Nee, das gefällt mir gerade nicht, weil er da so eine Aura drum malt. Das will ich eigentlich gar nicht. Wie wär's? So, und dann natürlich mit Inhalt. So. Also das könnte jetzt echt so eine Osterlok sein, die vor Nachtzügen fährt. Oder wer hatte die gleiche Idee, dass das ein Nachtzug sein könnte? Machen wir mal so einen Kontrastbalken. Genau, ich glaube, so ist es richtig. Und dann können wir jetzt natürlich noch das DB-Zeichen einpacken. Erstmal müssen wir hier die Ränder so ein bisschen korrigieren. So. Und dann müssen wir das natürlich, dann machen wir das möglichst kleinschrittig. Ein bisschen verkleinern noch. Schön mittig. Und dann machen und dann das hier so. Das weg, das weg und das weg und da packen wir jetzt natürlich dieses Grau hin. So. Ist noch ein bisschen zu weit links, glaube ich, ne, oder? Ne, ist exakt in der Mitte. Alles klar. Gut. Dann hätten wir schon mal die Grundversion. So, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Das ist ja unsere Osterlok, deswegen heißt sie selbstverständlich wie. Wo schreiben wir überhaupt die Nummer hin? Hier drunter würde ich sagen. Natürlich in Bahnschrift. 101 007.
Vielleicht sollten wir das ein bisschen kleiner schreiben. Oder woanders hin. Schreiben das hier hin. Aber in Schriftgröße 8. Oder wie wäre es hier? Eigentlich passt das nirgendwo richtig hin, ne? Wir können das so hier oben wieder machen, so wie bei der Bayer 101. So machen wir das. So richtig schön Bayer-mäßig. Und hier müssen wir nochmal eben schnell einen Strich korrigieren. Zumindest so. Man kann ja ruhig ein bisschen das Rot durchschimmern sehen, weil das war ja meine verkehrsrote Lok. Mal kurz drehen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch nochmal hinschreiben. 101 07. Das ist hier die helle Seite. Da könnte man es vielleicht darunter packen. Nee, das muss ja einheitlich sein. Dann kommt das auch da oben hin. Wie bei der Bayer-Lok. So, und jetzt müssen wir es natürlich auf der Seite noch ändern. Nee, Bild. Im Uhrzeigersinn meinetwegen. Dann schreiben wir es hier. Oder schreiben wir es vielleicht einfach mal woanders hin als Abwechslung. Du kannst hier hinschreiben. Bild 89 Grad drehen. 101 007. So. Genau. Und jetzt kommt natürlich noch zu dem Bild, was wir noch einfügen müssen. Öffnen mit paint.net. So. Alles kopieren und hier einfügen. Das ist natürlich noch viel zu groß. Und das kommt jetzt hier auf die kleine Lok drauf. So. Obwohl, machen wir mal ruhig. So, irgendwie mittig. Also entweder sehr weit rechtsseitig oder linksseitig. Mal hier so links ins Dunkle, würde ich sagen. Genau. Hier passt es hin. So. So finde ich es gut. Und dann machen wir das wie als nächstes. Achso, hier muss ich natürlich noch die Nummer wegpacken. So. Ja. Machen wir das jetzt am besten Ostern 2024. So, erstmal größere Schrift auswählen hier. So. Jesus ist auferstanden. Ostern 2000 noch was. Aber wir machen das mal in verschiedenen Schriftgrößen. Das ist viel cooler. Machen wir mal hier
48. Machen wir mal hier ein bisschen weniger. Mein Drucker will sich auch dazu melden. Oh, wir schreiben einfach über die Lok hinaus, das ist auch schlau. Machen wir mal so. 48 vielleicht. So machen wir das. Und dann können wir hier noch so einen Unterstrich drunter machen. Ja, der muss ja vielleicht nicht ganz so schief sein. Machen wir vielleicht mal so. So, dass es ein bisschen fancy aussieht. Vielleicht noch ein bisschen so abdriften. So machen wir das. Genau. Und dann müssen wir noch die andere Seite machen. Datei speichern. Ach nee, speichern machen wir gleich erst. Erstmal haben wir Bild drehen. 180 Grad. So, und dann machen wir das hier relativ ähnlich. So, machen wir so. Nicht bold. So. Und hier machen wir wieder groß. Vielleicht können wir das ja hier so ein bisschen auf der anderen Seite anders machen. Vielleicht so ein bisschen in das Grau rein. Das wäre eigentlich auch fancy. So machen wir das. Und dann machen wir hier auch wieder diesen Strich. Und hier wieder kopieren. Und da auch wieder auf die dunkle Lokseite das Bild. Und da ziehen wir das auch ein bisschen in das, in den Rahmen rein, vielleicht. Obwohl, glaube ich, besser, wenn das da oben ist. So. Und das ist jetzt hier die Ostern 2024 Lok. Hier kursiv. Ostern 2024. So. Ach ne, Moment, Bild, 180 Grad, Ostern 2024. So, das ist unsere gemeinsame Werbelok Ostern 2024. Ich bin relativ zufrieden, ich werde die jetzt kopieren und einfügen. Genau, die Lichter wollen wir noch machen. Bild, im Uhrzeigersinn drehen, genau. Jetzt wollen wir die Lichter machen. Einmal rot, einmal weiß auf jeweils einer Seite. Genau. Dann nehmen wir hier den schönen Pinsel. Wir machen hier einmal... Machen wir das mal ein bisschen größer.
gleich so. So und so. Und dann einmal das ganz grelle Weiß. Das machen wir nur mal so einen Tupfen in der Mitte. So, und dann machen wir auf der Seite hier den hier in Weißen. Mal schön den Außen nehmen. Und den ganz grellen Weißen nur einmal. Ja, zurück. So und so. Und dann muss hier der Rote natürlich hin. Rot machen wir wie? Machen wir den. Vielleicht ein bisschen in Richtung Pink. Die müssen auch gar nicht gleich sein. Das hatte ich schon mal gesehen, dass die tatsächlich so leicht unterschiedlich waren. Dass das eine rote irgendwie so ein bisschen pinker war und das andere schon so ein bisschen orangemäßig. So, machen wir das ruhig mal so. Können wir so lassen. Und dann muss hier natürlich noch die andere Seite, die rote, sein. Ein bisschen was Pinkes mit rein. So. Okay. Dann würde ich sagen, hiermit sind wir durch. Ich werde die gleich basteln und ja, ich würde sagen, die kommt auch auf die Website. Jetzt nochmal was in eigener Sache und zwar, ich würde gerne manche Modelle so als Sondermodelle online stellen. Das heißt, wenn ihr jetzt das Video seht und das dann schnell runterladet, dann habt ihr Glück, weil ihr dann, würde ich sagen, einfach mal so ungefähr einen Monat oder so nur dafür Zeit habt. Dann danach werde ich die wahrscheinlich einfach wieder offline nehmen. Das ist nur so ein Sondermodell. Und was ich noch eine Idee hatte, ihr wisst ja, FlexEvent ist kostenlos und das wird auch immer so bleiben und das finde ich auch gut. Weil ich habe mir früher immer gedacht, meine Güte, es gibt nichts Kostenloses im Internet, also für Bahnbastler. Und ja, FlexEvent soll für immer da Abhilfe schaffen für alle modernen und teilweise auch alten Loks, alles, was man so basteln möchte, was das Bastlerherz begehrt. Dafür sollen wir in Zukunft immer da sein. Das wird auch immer so bleiben, wie gesagt. Aber ich habe mir gedacht, es gibt ja ein paar Leute von euch, die uns schon durch Spenden unterstützt haben, einfach weil sie dachten, ja, die ganzen Designer, die stecken da sehr viel Zeit rein und das möchten wir irgendwie ein bisschen freiwillig belohnen. Und dafür wollte ich mich an dieser Stelle erstens einmal richtig stark bedanken. Dankeschön, das ist nicht selbstverständlich. Ich bin richtig erfreut darüber, dass ich mir sozusagen ein bisschen was gönnen kann und auch meinen Designern natürlich ihren Teil geben kann. Und dass die Website und so weiter alles unterhalten werden kann. Ja, zukünftig werden wir wahrscheinlich noch Speicher dazu kaufen müssen. Das kostet uns dann Geld. Aber wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich und ich werde das auch nicht einfordern. Ich hatte halt nur so eine Idee, dass diejenigen, die uns was spenden, einen kleinen Vorteil davon haben dürfen, so als kleine Aufmerksamkeit. Und zwar, dass die einen bestimmten Bereich auf der Website besuchen können, den man sonst nicht sieht. Und zwar ist das dann der FlexEvent Extra Bereich. Den habe ich noch nicht eingerichtet. Ich habe es nur so ein bisschen mir vorgestellt, schon wie ich das machen könnte. Und da wären dann halt so ganz abstruse Sondermodelle zu haben. Sowas, was man auch bei Bahnimationen sehen kann, also meinem anderen Kanal. Also Bahn wie die Bahn und dann Imationen wie Animationen.
Genau, solche Sondermodelle würden dann vielleicht als Bastelmodell dort erscheinen. Ja, und das wären dann praktisch so, ja, Sondermodelle, die man also nicht gratis kriegen kann, aber das widerspricht nicht unserem Kodex, dass FlexEvent gratis bleiben wird. Wir werden also nicht irgendwelche wichtigen Modelle oder irgendwelche Sachen, die es in echt gibt, die wir endlich geschafft haben nachzubasteln, dass die dann plötzlich nicht mehr kostenlos sind, das wird nicht passieren, sondern die werden immer kostenlos bleiben und auf dieser Extra-Seite, die man sich dazu gönnen kann, wenn man es denn möchte und uns gerne unterstützen möchte, da gibt es dann halt nur komische Züge. Also, keine Ahnung, irgendwelche Extras, wo ich zu hobbylos war und sowas wie hier zum Beispiel eigentlich auch. Ja, naja gut, also mal gucken, wie ich das wann einrichte, mal schauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, von diesem Extra-Bereich. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Lok hier haltet. Ich werde die jetzt noch basteln und dann heißt es auch schon wieder Dankeschön fürs Zuschauen bis hierhin. Sei gesegnet und bis hoffentlich zum nächsten FlexEvent-Freitag. Tschüssi! Yeah.